Seriös präsentiert. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zur Petcast Folge 23. Aber geil. Mit Brammen. Hi. Peter. Hallo. Mir, Tip Jay. Muss mal Jay immer voll auf den Sack, ja. Wieso hat Jay? Ich hab doch nur einfach angefangen. Weißt du, wir labern die ganze Bullshit. Ich wollte ja nicht mal anfangen. Nicht überraschen, liebe Zuhörer, wenn die Folge was kürzer ist. Das hier ist jetzt die Gamescom 2015 Sonderfolge. Wir kommen gerade tatsächlich direkt von dem letzten Messetag. Wir nehmen gerade direkt danach auf und sind entsprechend halt auch kaputt. Und morgen früh geht's in den Urlaub. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen über die Gamescom die letzten paar Tage quatschen, aber ansonsten halt nichts großartig machen. Nichts mit News, nichts mit E-Mails und so weiter und so fort, sondern das ist jetzt hier die Special-Folge. Weil ich muss auch noch packen und so ein Scheiß. Und Jay muss noch schneiden und was weiß ich nicht. Was musst du denn noch packen, Peter? Ich muss alle Klamotten, ich habe noch gar nichts gepackt. Wieso schüttelt Bram die ganze Zeit nur den Kopf? Ich sitze übrigens gerade neben Brammen. Stimmt, also falls der Sound ein bisschen strange ist, manchmal, Jay ist gerade bei Bram. Ja, genau. Also wenn ich immer mal so einen Schlag abkriege oder sowas für meine Kommentare, dann wisst ihr wieso. Ja, die reden auch in ein Mikrofon quasi, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Qualitätsmäßig ist es vielleicht nicht so geil wie sonst, aber es geht, hoffentlich. Genau. Ihr hört schon. Was einfallen lassen für in Zukunft. Für die Zukunft. Ja, wieso funktioniert das eigentlich nicht? Also, dass das nicht Standard ist, dass man einfach mehrere USB-Mikrofone an einen Windows-Rechner anschließen kann und ein Aufnahmeprogramm das einfach. Ja, mitnimmt. Das wäre kein Problem. Ich bräuchte nur ein zweites Mikrofon, dann wäre gar kein Problem, Peter. Daran scheitert. Ernsthaft? Ja, ich habe nur kein zweites Mikro. TS kann zwei Mikrofone unterstützen? Nee, aber ich hab einen Audiomixer, der kann zwei Mikrofone unterstützen. Ich hätte mich auch richtig assi mit dem Laptop woanders ins. Ach nee, wir brauchen ja immer noch das zweite Mikro. Ja. Stimmt. Aber ja, klug. Es scheitert immer noch nur an dem zweiten Mikro. Wie du schon sagtest, wir brauchen ein anderes Mikro. Daran scheitert es. Absolut korrekt. Wow. Zuckerstück. Alter, wie der Bram hier auf seinem Schreibtisch vier Sonnenbrillen liegen hat, der Chabo. Ja, ich bin halt ein geiler Checker. Ein Schägel? Ja. Alles klar, der Bram ist ein geiler Chägel. Ich habe keine einzige Sonnenbrille. Wie soll das Wetter eigentlich in Holland werden? Geil. Also gut. Also es wird so zwischen 20 bis 24 Grad und Sonne bewölkt ungefähr. Ja, das ist ja perfekt für mich. Also, ja, richtig. Also wir können wirklich da richtig gechillt uns an den Strand setzen, weil es okay, ich weiß natürlich nicht, wie das mit dem Wasser wird. Da vielleicht mit dem Wasser etwas kalt wird, aber mal schauen. Ja, vielleicht scheiß drauf, Alter. Ich will einfach nur chillen. Ja, richtig, einfach entspannen. Nach der Woche vor allen Dingen. Entspannen und ein Bierchen trinken oder so am Strand, das reicht mir. Ja, so, was haben wir denn da? Ich nehme vielleicht zwei. Montag 23 Grad, Dienstag. Das ist, glaube ich, der schlechteste Tag. Dienstag ja, sehr bedeckt und Orkanwarnung 20 Grad. Mittwoch 21, Donnerstag 24, Freitag 21, Samstag 18. Immer eine Mischung zwischen Sonne bis bewölkt bis Gewitter. Ja, immer zwischen Sonne und Regen und irgendwie 16 bis 40 Grad. Bis 40? Ja. Alles klar. Boah, wir sind einfach so durch gerade. Das steht einfach nur. Das war aber auch... Ey, ich hab's gehört. Ein Mikrofon ist sogar gerade. Ja, dein Mikrofon kriegt sogar das Klicken mit. Du hast geflüstert, was hast du geflüstert? Wer flüstert, der lügt, hat meine Mutter. Ich habe gesagt, er soll mal kurz leise sein, weil ich wissen wollte, ob das Mikrofon Klicken von TS aktiviert wird. Er hat mich angeflüstert, dass ich leise bin, obwohl ich nichts gesagt habe. Ja, okay. Mongo, ey. Jetzt halt's mal. Okay. Alter, leck mich am Arsch. Also, Gamescom 2015. Ging am vergangenen Mittwoch los, also quasi den 5. für uns. Und das ist ja eigentlich der Fachbesucher- und Pressetag, ja. Und da wollten wir eigentlich durch die Hallen gehen und coole Videos machen, weil es ja nur Fachbesucher- und Pressetag. Da müssen wir uns ja eigentlich nicht über unsere Zuschauer kümmern, weil die sollten da ja in der Regel nicht sein. Das hat nicht so wirklich funktioniert, sag ich jetzt mal. Ich habe ein Intro-Video aufgenommen mit uns. Und danach habe ich nur noch Autogramme geschrieben den ganzen Scheißtag. Ja, Dito.
Also videotechnisch könnt ihr da jetzt leider nicht so viele Vlogs von uns erwarten, weil wir die ganze Zeit halt nicht wirklich Zeit dafür hatten. Das stimmt. Das ist dann einerseits ist es natürlich cool, wieder Autogramme zu geben, klar, aber andererseits ist das natürlich auch ganz schön kacke. Ja, also Weil am man natürlich halt. Fachbesuchertag ist das halt, fand ich, Ja. also natürlich haben wir ja auch gemacht, wir geben dann natürlich auch Autogramme, ist ja keine Frage, wir machen natürlich auch Fotos und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, mir wäre ein bisschen lieber gewesen, wenn der Fachbesucher- und Pressetag tatsächlich auch ein solcher wäre, damit ich auch mal hätte ein Spiel spielen können. Ich habe eins Weil das. gespielt, ja? Was? Du hast nur eins gespielt. Ich hab. Was denn? Dark Souls. Nein, da Nee, bin ich nicht hat er nicht. gewesen. Da konnte er nicht hin. Ich konnte zwei Spiele spielen. Oh krass, warum warst du bei Dark Souls nicht? Weil das zeitlich nicht gepasst hat. Boah. Hatte noch Termine gehabt. Musste absagen. Habe ich dafür dann Dark Souls zocken können. Ja, War jetzt auch Bram, nicht so ich war schlecht. doch mit dir dann sogar tatsächlich auf dem Termin, wo ich gesagt habe, ich kann nicht zu Dark Souls, weil wir noch so schön am Reden waren. Echt? Weiß Bram Boah, schon kann gar nicht sein, mehr. Alter, Wo das ist wir, Mittwoch wo wir. gewesen. Das ist für mich gerade eine Ewigkeit her. Ja, das ist auch eine Ewigkeit her. Das stimmt. Stimmt, wir hatten aber auch Termine. Moment, so viele Termine hatten wir aber auch nicht, wenn ich mal gerade so drüber nachdenke. Nee, Mittwoch hatten wir nicht so viele Termine, das stimmt. Nein, da. Das Bram stimmt. geht voll aber auf seine geile Stimme. Das war gar nicht mal Absicht, Zuckerstückchen, aber das kann ich natürlich gerne ändern. Ja. Aber ich bin gerade ein bisschen heiser und ich bin ganz ehrlich, wenn es ein bisschen tiefer wird, kann ich das gerade auch nicht so ganz krass kontrollieren. Als wenn das was Schlimmes wäre, das klingt ja geil. Yo, yo, yo. Muss Ah, ich ja ich finde, ich zugeben. höre mich so ein bisschen an wie Lilly aus Hau mit dem Wasser, wenn die geraucht hat. Ja, stimmt, Auf stimmt. jeden Fall. Da hat die auch so geklungen. Ja, ich finde das faszinierend, dass wir nach der Messe immer so krass kaputt sind, was Stimme angeht. Was halt meiner Meinung nach vor allen Dingen halt auch daran liegt, dass du die ganze Zeit halt in den Messenhallen diese krasse Lautstärke hast. Also das liegt nicht unbedingt daran, dass wir halt so ein paar Auftritte haben, wo wir dann halt logischerweise viel rumbrüllen, sondern vor allen Dingen, weil du halt den ganzen Tag laut redest mit den Leuten. So Afka. allein. Wow. Okay. Okay, Bro. Was habe ich denn jetzt? Wieso habe ich denn jetzt falsch gemacht? Wieso geht denn der jetzt einfach? Was ist denn jetzt passiert? Jay kam auf die große Idee. Ich bestelle mir jetzt noch was, bevor der Feedcast losgeht. Ach so, jetzt ist dein Essen angekommen, Jetzt ist oder das Essen was? gerade angekommen, ja. Aber Wow. ich bin da und war Ja, ja jetzt so, bist du so. viel lauter als vorher. Was ist denn Oh jetzt ja, los? Entschuldigung, ich kann ein bisschen weggehen, wenn du möchtest. Ja, das ist Ich gut, hab weil ich habe das. meine Mikrofonlautstärke eigentlich auf eure angepasst halt. Ja, das tut mir sehr leid. Ich rede Ja, das einfach leiser. will ich aber auch meinen. Aber es ist halt krass, selbst wenn halt jemand fragt, können wir ein Foto machen und du sagst halt einfach nur natürlich, sagst du, und das sagst du halt am Tag 5 Millionen Mal, dann sagst du dieses natürlich so viel lauter, du schreist das quasi, obwohl du das gar nicht merkst. Was ich viel Weißt du? schlimmer finde, ist, wenn du an Leuten vorbeigehst und du sagst denen halt, ne, sorry. Und das passiert halt auch 5000 Mal am Tag, weil du in Ja. den Gängen einfach normalerweise nicht stehen bleiben kannst. Und da gibt es halt, wie die Me da, ich bin ganz ehrlich, das hat mich auch ein bisschen, also ich erzähle mal ganz kurz die Twitch-Story. Ja, Ja, erzähl das mal die ganz hau ich jetzt kurz. raus einfach. Wir hatten, ich glaube, Donnerstag oder ne, Freitagmorgen oder Donnerstag, egal, oder Samstag, ist ja wurscht. An irgendeinem Tag waren wir bei Twitch. Ich habe schon wieder vergessen, wann. Zu viele Events. Und das war unser Am erster Sam Termin an dem Tag. am Samstag, glaube ich. Samstag, glaube ich auch, ja. Das war unser erster Termin an dem Tag. Und ich bin halt in Halle 9 oder so, oder 10, ich glaube, es war 9, an dem, ne, Halle 7 war es. Ne, es An war alle dem neun, ES. neun. War auch gut. An dem ASL-Stand vorbeigelaufen. Da ist so eine riesige Wand, wo auf der ASL draufsteht. Und dahinter war halt Twitch, weil die haben so eine Kombi, keine Ahnung, so Kooperation oder so, was weiß ich. Auf jeden Fall kommen dann so zwei Typis an, ja, die mich volle Kanne in diese ESL-Wand knocken. Also nicht nur so, ey Bram, bleib mal stehen, so wirklich mit Schmackes mich in diese Wand reindrücken. Geil. Okay, Peter, Johnny wird dir gleich den Podcast versauen. Quatsch, Oh Mann. nein. Hat sich Was hat gerade sein das? Essen gezockt. Entschuldige Okay. bitte. Und ich bin ganz ehrlich. Da hatte ich Papa auf. Da hätte ich am liebsten gegangen und hatte auch keinen Bock mehr, an dem Tag Autogramme zu schreiben. Das war scheiße. Sind wir gerade bei der Twitch-Geschichte? Nee, die ist jetzt Ja. vorbei. Okay. Nee, ich Ja, weiß, mehr wollte nur oder dazu weniger. Bram hören. hat die halt gerade kurz erzählt, aber wir sind halt noch nicht drauf eingegangen, weil da. Ich hatte diese Messe Gott sei Dank sehr viel Glück, was das angeht. Also, wenn ich irgendwo hin musste,
Dann haben die meisten Leute gefragt, können wir ein Foto machen? Logischerweise, weil das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das eben klar ist, aber mittlerweile ist das bei uns halt so, dass wenn wir uns einfach irgendwo bewegen und nicht gerade irgendwo uns verstecken oder irgendwo Unterschriften sowieso schon geben, sondern einfach durch die Hallen laufen, dann dauert das halt wirklich, also das dauert keine Sekunde, bis jemand sagt, oh, können wir nicht Foto machen? Also du kannst halt nirgendwo hingehen, ohne erkannt zu werden. So, will ich mich auch nicht groß drüber beschweren oder so. Nur musst du halt manchmal den Leuten sagen, das geht nicht. Das haben wir auch vorher in dem Video angekündigt, weil wir ja irgendwo hin müssen. Beispielsweise, keine Ahnung, du musst zu einer Autogrammstunde, ja. Und da warten dann schon, keine Ahnung, wie viele Leute darauf, dass die Foto und Autogramm von dir bekommen, ja. Und du bist da gerade auf dem Weg hin. Dann kannst du nicht jetzt auf dem Weg da auch noch Sachen irgendwie machen und so. Vor allen Dingen, weil wenn du stehen bleibst, dann ist direkt vorbei. Wenn du stehen bleibst, hast direkt der Nächste und dann hast du auf einmal 100 Leute um dich rumstehen, die was von dir wollen. Du darfst niemals stehen bleiben. Dann ja, ich halt immer, das Problem finde ich daran halt, also 99,9% der Zuschauer akzeptieren das ja auch, weil sie sagen dann halt vielleicht schade oder so. Ja, genau. Aber dann gibt es ehrlich gesagt, das sind auch wahrscheinlich auch die Hater, aber so, diese 0,01% Pisser, sorry, mir fällt kein anderes Wort ein, die dir dann irgendwie in die Wade treten oder dich Spasti nennen oder so, weil du halt nicht stehen bleiben kannst. Und ja, das finde ich halt zu hart. Also das ist mir so oft passiert. Das ist halt so demotivierend, weil wir die Tage auf der Gamescom halt wirklich von morgens bis abends halt für die Zuschauer da sind halt uns, keine Ahnung, wir sind halt immer fertig auch, und so. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass man, wenn wir durch den Gang laufen, sagen, sorry, wir können kein Autogramm geben, dass wir dann sagen, ey, nee, verpiss dich, ich weiß, wir können jetzt kein Autogramm geben. Nein, Mann. Sondern man läuft dann halt durch die Halle und sagt dann, wie oft ich mich auch entschuldige dafür, dass ich halt nicht da gerade stehen bleiben kann. Und dann diesen Disrespect einfach abzukriegen. Also ich bin ganz ehrlich, mich hat das dieses Jahr echt getroffen und das hat meine Autogramm-Faszination, die ich letztes Jahr halt hatte, voll krass gedämpft. Ja, das ist aber, witzigerweise ist das halt vergleichbar, glaube ich, irgendwie ein bisschen auch mit den Kommentaren, sage ich jetzt mal. Weißt du, du hast irgendwie 500 positive Kommentare und dann hast du den einen negativen und bist direkt pisst. Das muss man echt irgendwie versuchen, so komplett auszublenden. Ja, das stimmt. Also ich bin voll zufrieden gewesen mit der Gamescom. Es war halt super anstrengend. Hört man vielleicht auch an der Stimme oder an allen Stimmen, logischerweise. Ich hatte eigentlich keine negativen Erlebnisse. Doch, also das waren aber nicht negative Erlebnisse bezüglich spezielle Fans, sondern organisationstechnisch haben mir viele Autogrammstunden überhaupt nicht gefallen. Das hat halt, keiner, bei dem wir eine Autogrammstunde gemacht haben, hat das hingekriegt, so wie es eigentlich sein soll. Wir hatten ja, als Jay und ich, wir haben ja das Wo sind wir, wann Video gemacht für die Gamescom. Und da haben wir ja noch darüber gesprochen, dass es bei Autogrammstunden, dass wir das eigentlich wünschen, dass du halt sagst, okay, du als Veranstalter, die Jungs geben von mir aus 2 Stunden Autogramme, ja, und dann guckst du ungefähr, wie schnell kommen die durch und dann sagst du an der Schlange einen bestimmten Zeitpunkt, so, hier ist Schluss, ab jetzt nicht mehr anstellen, weil das schaffen wir in der Zeit nicht mehr. So, ab dann darf man sich nicht mehr anstellen. Genau, und dann kriegen aber auch alle, die dann stehen bis zu dem Zeitpunkt, kriegen definitiv was. Und das hat niemand hingekriegt. Es gab jedes Mal, gab es dann, dass die Leute sich dann weiter anstellen durften und dann logischerweise nichts mehr bekommen haben. Also, weil wir dann halt weiter mussten oder der Veranstalter gesagt hat, okay, jetzt kommt der nächste Gig. Und wir so, das war bei YouTube Gaming beispielsweise, ein gutes Beispiel. Da haben wir Autogramme gegeben und dann meinte YouTube. Da fand ich es aber krass, weil da haben wir es denen sogar vorher noch gesagt. Wir haben denen so ungefähr 40 Minuten vor Ende gesagt, ey Jungs, ihr sorgt aber schon dafür, dass alle, die in der Schlange stehen, noch ein Autogramm kriegen. Dann sagten die, eiskalt, ja, darauf wird geachtet. Ja, darauf wird geachtet und dann irgendwie so 10 Minuten vorher noch mal, haben wir nochmal gefragt, so Jungs, die Schlange ist immer noch relativ lang, wie ist denn jetzt die Lage? Und dann meinten die so, ja, die jetzt in der Schlange stehen, stehen schon für die Nächsten. Und wir dann so, ja, okay, easy peasy, cool. Und dann sind wir halt auch pünktlich dann gegangen. So, weil das war mega geil. Ich bin dann noch vorne an die Absperrung gegangen von dem, wie heißt denn das eigentlich? Absperrzaun? Affengitter? Wellenbrecher. Wellenbrecher. Ja. Affengitter. Alles klar. Wellenbrecher. Hab noch kurz Autogramme geschrieben. Und währenddessen sind dann schon Revi, Rotpilz, weiß nicht noch wer. Kev waren dann auf der Bühne und dann wurden die ersten schon durchgelassen, die quasi noch für uns angestanden haben. Und haben mich dann richtig aufs
übelste angemacht, warum wir denn schon weg sind und dass das ja wohl nicht sein kann und was wir für eine scheiß Planung gemacht hätten. Und da musste ich mir dann die übelsten Schimpfwörter auch anhören und so weiter. Und ich sag so, ja, tut mir leid, Junge, das ist, da kann ich nichts für. War halt echt ganz schön krass, fand ich. Naja. Letztendlich konnte ich ihn dann noch mit einem Foto und einem Autogramm besänftigen, zumindest was mich angeht. Ja, aber ich habe das dann nachher auch gemerkt, als ich dann durch die Halle gelaufen bin, irgendwo musste ich hin und dann kam halt jemand angerannt und meint so, hey, wir haben vorhin irgendwie 2 Stunden bei YouTube gestanden und sind dann nicht mehr drangekommen. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und da war ich natürlich erstmal mega baff und so. Und dann hat er noch davon erzählt, dass irgendwie voll viele aus der Schlange dann auch gegangen sind. Die sind dann einfach rausgegangen, weil als die gemerkt haben, dass wir nicht mehr da sind und dass teilweise die nach uns ausgebuht wurden. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Jay, aber... Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja dann auch für den Veranstalter schlecht. Das ist für den Veranstalter, ich finde das ganz ehrlich, für den Veranstalter interessiert mich das dann noch nicht mal. Ja, aber die sind ja die, die das organisieren. Das heißt, deren größtes Interesse sind sie selbst, logischerweise. Und dass halt alle happy sind. Weil die stehen ja mit ihrem Namen dafür, was sie da machen. Und wenn die Leute dann unglücklich sind, dann fällt das negativ auf die zurück. Ja, das tun die eben nicht. Weißt du, an YouTube zum Beispiel hat sich keine Sau interessiert, dass die dafür schuld waren. Wir kriegen den Flame dafür, weil wir haben das dann scheiße organisiert. Ja, aber auch nicht von allen. Das sind dann auch, ja, wobei vielleicht auch einige. Ja, also die Leute wissen es ja wahrscheinlich auch nicht besser. Die denken dann ernsthaft, wir hätten das organisiert. Was natürlich nicht der Fall ist. Also mittlerweile habe ich, also entweder kriegen die das besser hin oder ich mache nächstes Jahr einfach wieder so wie bisher mich einfach an irgendeinen Stand stellen und da dann Autogramme geben. Ohne irgendeinen geregelten Kram, weil das mit dem Regelten einfach von vorne bis hinten nichts war da wirklich geregelt. Also geregelter Kram ist auch deutlich schlechter. Du schaffst innerhalb von 20 Sekunden, wenn du selber da an der Bühne stehst, schaffst du viel, viel mehr. Das schaffst du bestimmt bei 20 Sekunden. Um halt möglichst viele glücklich zu machen, kannst du dich natürlich nicht mit jedem eine Minute unterhalten. Deswegen halt möglichst schnell. Und ich denke, in 20 Sekunden, halbe Minute oder sowas, schaffst du halt locker 2-3 Leute mit Foto und schnell Autogramm. Ein Autogramm schreiben. Ja. Und wenn du dann halt wirklich so nach und nach die Leute daran lässt, ja, dann brauchst du ja pro Person fast 45 Sekunden bis eine Minute. Ja, und dann ist dann natürlich klar, dass du dann möglichst wenig da noch kriegst. Also um möglichst alle abzuspeisen, darfst du echt keine Autogrammstunde geben, sondern musst du es halt wirklich irgendwie an der Bühne machen oder irgendwie sowas. Aber der Vorteil ist halt, dass wir dann halt alle 6 da waren, was ja sonst selten der Fall war. Wie viele hatten irgendwie, haben jetzt nur 4 von uns bekommen oder 5 oder sowas. Weil bei den Geregelten hast du wenigstens, wissen alle, okay, wir müssen dann und dann da sein, ja. Und dann läuft das auch. Ja, ist vollkommen korrekt, dass jetzt vielleicht manche halt nur 5 haben oder sowas, aber immer noch besser als die, die gar keins haben, weil sie dann da 2 Stunden anstanden. Ja, da hast du auch wieder recht. Weißt du, ist halt scheiße. Es ist halt tatsächlich, da muss man auch mal sagen, es ist absolut unmöglich, jeden, der kommt, da zufriedenzustellen. Also das habe ich dieses Jahr noch krasser gemerkt als bisher. Es ist einfach nicht machbar. Du, von den Leuten, die da sind, die was wollen, reichen die Stunden, die du da hast, nicht, damit die alles bekommen, was sie gerne hätten. Das ist technisch unmöglich. Dafür haben wir mittlerweile zu einen hohen Bekanntheitsgrad. Und wieder will ich jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich will mich nicht darüber aufregen, dass wir bekannt sind, um Gottes Willen. Aber bei sowas wie Gamescom merkst du halt, dass da damals, als wir noch nicht bekannter waren, die Tage sowohl für den Zuschauer als auch für uns angenehmer waren. Weil dann hatte man tatsächlich auch mal die Zeit, mit jemandem kurz zu reden. Das geht ja heutzutage auch nicht mehr, weil da jeder weiß ja, ey, da warten jetzt noch die nächsten 300 Leute auf ihr Autogramm, dann kannst du ja nicht mit dem ein paar Worte wechseln. Also das ist schwierig zumindest, sondern du machst halt voll viel, okay, dein Otto drunter setzen, Foto, nächster. Und das war damals ganz anders und das war ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer für mich. Ja, für mich auf jeden Fall auch. Weil ich bin ganz ehrlich, gerade so Autogrammstunden oder so, sind für mich eigentlich auch so die Möglichkeit, sich mit den Zuschauern halt zu unterhalten. Sollten sie eigentlich sein, aber sind sie halt nicht, also wirklich null. Nee, richtig, das ist halt die krasse Massenabfertigung. Und das selbst, also der eine oder andere, der war dann halt so eiskalt und der wollte halt was erzählen, weißt du, und dann hat er mir das auch erzählt und während halt alle um ihn rum so gewartet haben, so, und sich wahrscheinlich auch gedacht haben, ey, was quatscht denn der jetzt so lange, ich will nur mein Autogramm. Und ich habe die Leute dann auch nie unterbrochen oder so.
Aber ich denke mal, es waren viel mehr Leute da, die gerne mal das eine oder andere Wort mit uns gewechselt hätten, die einfach keine Chance dazu bekommen haben, beziehungsweise halt Rücksicht auf die anderen genommen haben und gesagt haben, ey, das lassen wir mal sein, lieber, und damit die anderen auch was davon haben. Ich habe also keine Ahnung. Es ist einfach so eine krasse Massenveranstaltung, dass ich mittlerweile schon fast ein Verständnis dafür aufbringen kann, dass man einzelne eigene Events macht, wo man sogar vielleicht ein bisschen Eintritt für nimmt, um das selber zu organisieren, wo nur so und so viele Leute hinkommen können, aber die dann auch wirklich was, also die, mit denen man dann auch wirklich interagieren kann. Weißt du, was ich meine? Weil das ist für uns viel angenehmer, für die Leute, die da hinkommen, ist das viel angenehmer. Und weißt du, jetzt kommen halt, also ich weiß nicht, also ich verstehe dir, was ich meine? Ja. Ja, ich stimme dir da absolut zu, ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Ja, okay. Ich habe ein bisschen den Faden verloren beim Reden, ehrlich gesagt, weil mein Brain so kaputt Wir ist. machen dann halt auch so einen VIP-Pass, wo man Ja, dann noch, das meine ich jetzt wo man dann natürlich noch eine nicht. Umarmung kriegt, 80 Euro. Nein, nein, ich meine mit Eintritt halt, dass man das Event halt decken kann, weil bei Gamescom bezahlen wir logischerweise nichts und das geht dann halt alles, wobei die Leute, die zu Gamescom kommen, bezahlen natürlich auch. Aber das kostet natürlich, wenn man sowas selber machen würde, dann wird das natürlich Geld kosten, das müsste man irgendwie bezahlen. Aber also jetzt nicht 12 Euro Umarmung, um Gottes Willen. Aber dass man halt ein bisschen deutlich kleinere Runden macht und dann vernünftig auch eine Möglichkeit hat, mit denen was zu machen. Also diese Massensache ist echt nicht unbedingt mein Favorite, muss ich sagen. Nee, da stimme ich dir absolut zu. Meins auch nicht. Ich finde das so schade. Es gab Leute halt, die sich dann auch teilweise mit so Fanarts oder so richtig Mühe gegeben haben. Ja, Mann, Und die auf Reaktion, jeden die ich darauf Fall. geben konnte, auch weil ich allein so reizüberflutet, ist man dann auch von allen Seiten, weißt du, wirklich die ganze Zeit, ey, 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 weißt du, und da kannst du dich ja gar nicht mal irgendwie das würdigen, nicht mal, oder nur ganz wenige wirklich würdigen, wenn er die dann doch irgendwie mal außerhalb erwischt. Zum Beispiel, der Fanserver war da von uns oder so, die hatten dann so Alter, coole die waren Schilder die mit dabei. besten. Nils, Junge, der hat wirklich von Donnerstag bis Sonntag, von morgens bis abends stand er an der Let's Play Meets Gamescom Bühne, um uns bei unseren Auftritten zu supporten. Das war schon richtig, richtig heftig. Also das war richtig nice. Aber man bekommt auch ja teilweise auch Geschenke oder sowas. So wie bei dem YouTube Gaming Autogrammstunden. Da haben wir ja richtig geile Geschenke bekommen von Netty zum Beispiel und noch von anderen natürlich auch. Aber die Zeit ist dann immer so, dass du sagen kannst, ey, voll lieb von dir, danke schön, kannst kurz umarmen, weißt du, und dann aber auch schon wieder nächster. Konntest du das halt nicht mal auspacken teilweise. Ja, natürlich nicht, Du stellst es dann natürlich hinter dich nicht. hin auf den Tisch, weißt du, und nimmst die Sachen dann nach Hause mit und so. Aber es wäre natürlich auch viel cooler für den Zuschauer, wenn man die Freude, die man über das Geschenk hat, die man ja auch hat, aber dann auch in dem Moment mit dem teilen könnte. Ja. Das ist wirklich, Was? ich das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie man das, also ich meine, Gamescom wird ja nächstes Jahr auch wieder sein. Ja, Wie man das klar. da verbessern kann, weiß ich Weiß ich halt auch gar nicht. nicht. Das ist halt so echt so ein Riesenmassending, wo ich auch noch so aktuell, ich meine, wir werden jetzt erstmal in Urlaub fahren und werden nochmal ruhig darüber, werden nochmal nachdenken, aber irgendwie gibt es da bestimmt eine bessere Möglichkeit. Wir haben ja guten Kontakt zu den Veranstaltern. Vielleicht brauchen wir echt einfach einen eigenen großen Stand, sage ich jetzt einfach mal, wo wir einfach sind den ganzen Tag. Und weißt du, wo das halt alles irgendwie besser geregelt ist oder so? Keine Ahnung. Richtig großen. Kaufen den Blizzard-Stand. Nee, Größe. kaufen wir nicht, kriegen wir Nee, einfach wir von nehmen der die. Messe, Ja, weil wir okay. sagen einfach, ansonsten kommen wir nicht. Und das sollten am besten einfach alle YouTuber machen, weil dann ist wahrscheinlich auf der Gamescom irgendwie nur noch die Hälfte los. Weil ich glaube nicht, dass so viele Leute, also ich glaube, oder sagen wir mal andersrum, ich glaube, viele Leute sind tatsächlich ausschließlich wegen YouTubern da gewesen. Und weniger wegen den Spielen. Weil ganz ehrlich, für die Spiele musst du ja sowieso teilweise 5, 6, 7, 8 Stunden anstehen. Also da schaffst du ja eh nicht so Das viel. sind ja 2 Stunden anstehen, noch nichts dagegen. Ja, richtig. Von daher, also ich glaube schon, dass dieses YouTuber-Ding auf der Messe auch ein richtiges Phänomen geworden ist und dass extrem viele Leute halt primär wegen YouTubern da sind. Ja, definitiv. Ich meine, wir haben das ja auch gesehen, als wir, wie gesagt, wir waren ganz oft in Halle 10.1, auch dann da meistens bis zum Ende. Und ja, man kann in Security zum Beispiel von der Messe und hat einfach den Stand dann geräumt und die Leute da weggescheucht. Ich meine, okay, ich kann das halt auch irgendwo verstehen. Ja, die müssen ja auch Aber irgendwann Feierabend machen, klar, ne? aber es ist auch trotzdem irgendwie uncool organisiert. Da standen Leute teilweise irgendwie 5 Stunden, weißt du, und dann bist du drei Typis vor denen und damit zockt dich die Security und dann wartet. Ja, genau. Oh, was für ein unfassbar schlimmes Gefühl.
Das ist echt scheiße. Das Problem ist halt auch, was wir, was ist das Problem? Das ist halt natürlich auch ein krasses Perspektivenproblem, weißt du? Wir selber stehen halt da an der Bühne oder so, da geben Autogramme und du hast dann halt irgendwie bei so einer Autogrammstunde von mir 30 Sekunden und an der Bühne teilweise nur 5 oder 10 Sekunden pro Person Zeit und nimmst dir die, versuchst dir die halt irgendwie so wie so ein Doktor bei einer Visite irgendwie schon fast. Und der Zuschauer auf der anderen Seite, der steht halt dann, weißt du, irgendwie wirklich 5, 6 Stunden für, genau für diese 10 Sekunden. Ja, richtig. Was ich halt wahnsinnig finde und was einen natürlich flasht, mega krass flasht, aber ich würde mich nicht dafür so lange anstellen. Also ich selber als jemand, der da halt die 10 Sekunden jemandem gibt, hab ein schlechtes Gefühl dabei, weil das meiner Meinung nach zu wenig ist. Ja, ist auf jeden Fall so. Wenn du hast, ja, kann man nichts zu sagen. Ist einfach kacke. Also also ist cool generell natürlich die Situation, aber die Lösung dafür ist halt immer unbefriedigend. Wobei ich aber auch jetzt nochmal ganz kurz für unsere Community auch ein bisschen eine Lanze brechen muss, weil ich hatte am Donnerstag, das war ganz witzig, Jay und ich hatten ja angekündigt, ich muss mal ganz kurz was anderes sagen, Jay und ich hatten ja angekündigt, dass wir wahrscheinlich häufig an der Let's Play mit Gamescom-Bühne sind oder an unserem Merch-Stand. So. Am Donnerstagmorgen hatte ich ja eine Diskussionsrunde beim Gamescom-Kongress. Danach bin ich, was ich sehr geil fand, mit dem Technik in einem Golf-Car zur Halle 5 gefahren, weil der da auch hin musste. Und er ist gefahren und wir hatten mega Spaß dabei. Das war echt mega witzig. Und dann, weil ich sowieso bei Halle 5 war, bin ich halt zu unserem Merch-Stand gegangen und habe da angefangen, Autogramme zu geben und so. Es hat, glaube ich, ungefähr 10 Minuten gedauert. Da waren die Gänge komplett dicht. Man konnte nichts mehr machen, wo dass ich halt dann mich dahingestellt und gesagt habe, ey Leute, ich gehe jetzt zur Halle 10.1 zu unserer Let's Play Meets Gamescom Bühne, da haben wir mehr Platz, da dürfen wir auch Autogramme geben, kommt einfach mit. So, und dann bin ich halt losgelaufen und die ganzen Leute, die da waren, mir hinterher, keiner hat gemurrt, keiner hat was Negatives gesagt, alles war easy, dann waren wir bei Halle 10.1, da habe ich dann weiter Autogramme gegeben, bis wir unsere Autogrammstunde bei Unity Media hatten, die war im Außenbereich. Und logischerweise standen bei der Let's Play Meets Gamescom Bühne dann immer noch Leute, die Autogramme haben wollten, weil du kannst, ja, das ist wie so eine Hydra, wenn du ein Autogramm gibst, kommen direkt 5 Leute, die noch eins wollen. Und dann habe ich ihn wieder hingestellt und habe gesagt, ey Leute, ich muss jetzt einmal komplett über das Messegelände gehen, ja, wir müssen zu Halle 8 war das, glaube ich, hinter Halle 8, das ist wirklich am komplett anderen Ende, weil da haben wir jetzt einen Autogrammstundentermin bei Unity Media, weißt du? Da haben die Leute gesagt, alles klar, und dann bin ich einmal komplett durch die Messe gelaufen, mit allen hinterher so, war aber auch total easy, so, jeder hat Verständnis gezeigt, jeder hat gesagt, ist easy, okay, kann ich nachvollziehen, war cool, aber dann bei Unity Media war halt wieder so eine feste Autogrammstunde, weißt du, da haben sich die Leute angestellt und dann mussten wir dann irgendwo weg zum nächsten direkt wieder und dann standen da wahrscheinlich Leute, die morgens bei mir schon bei der Merch-Scheiße standen haben, sind dann noch mit zu Unity Media gekommen, haben sich da angestellt und haben dann am Ende keines bekommen. Und das denke ich mir auch, okay, da muss man irgendwas besser hinbekommen. Weniger Leute auf die Gamescom lassen. Das wäre richtig sexuell, aber das wird niemals passieren. Natürlich nicht. Es geht ja darum, ich meine, die Messe selbst hat er jetzt schon wieder mit geworben, 5% mehr Zuschauer und 14% mehr Fachbesucher und whatever. Immer wobei ich mich aber auch teilweise frage, also ich habe manchmal, wir haben ja richtig aktive Zuschauer, weißt du, die echt richtig happy sind, wenn sie uns kurz getroffen, wenn sie uns halt treffen können, wenn sie halt ein Foto machen können und so weiter und so fort. Und ich frage mich, wie viele von denen halt auf ein Autogramm und ein Foto verzichten mussten aufgrund von Leuten, da hatte ich nämlich auch ein paar, die uns gar nicht richtig kennen. Einer hat gesagt, ihr 5 versüßt mir den Tag. Einer, ich wurde bestimmt 5-mal als Bram angesprochen oder so. Wow. Wo ich mir auch denke, oh shit, ey, ich hoffe jetzt, dass nicht deinetwegen jemand kein Autogramm kriegt, der irgendwie jeden Text auswendig kann, den wir sagen oder sowas. Also, was ich halt damit sagen will, ist halt, dass viele halt auch so einfach so ein Autogramm vielleicht mitnehmen, weil sie wissen, dass wir bekannt sind. Irgendwann bei eBay. Ohne halt richtig wirklich aktiver Zuschauer zu sein, so. Und ich gebe halt lieber jemandem Autogramme, der halt wirklich viel Zeit mit unseren Videos verbringt.
Also ich gebe lieber Leuten, die nicht Zeit mit uns verbringen, Kommentare sei ich schon, Autogramme. Jay ist auch schon. Um jetzt einfach mal eine Gegenposition zu machen, weil ich stimme dir eigentlich doch voll ein. Aber du willst die Welt wieder brennen sehen, wa? Ja, genau. Weißt du, das ist ein Podcast und beim Podcast muss man diskutieren, deswegen muss ich jetzt einfach mal die Gegenpartei... Jay ist einfach ein Zuckerstückchen. Oh yeah. Bei dieser Gamescom-Geschichte haben wir, glaube ich, alle ziemlich ähnliche Meinung. Ja. Also was man halt, wir weinen so viel rum, aber was man natürlich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es jedes Mal einen komplett flasht halt so. Für mich ist es immer so eine komplette Trance so. Man geht da hin, man geht abends nach Hause, schläft, kommt morgens wieder und macht halt jeden Tag das Gleiche quasi. Man sieht, was weiß ich, wie viele tausend Menschen so. Und jetzt so gerade direkt nach der Gamescom ist man so ein bisschen bummed, so ein bisschen irgendwie so nicht so in der besten Stimmung, weil man halt sagt, oh, es hätte so viel besser laufen können. Aber in den nächsten Tagen habe ich das immer so zwei, drei Tage später realisiere ich dann halt wirklich, dass das halt wirklich so viele Menschen sind, die das schätzen, was man macht und unbedingt mit einem in Kontakt treten wollen. Und dann ist man natürlich mega geschmeichelt und so weiter und so fort. Und das muss man auch nochmal dabei sagen, dass das halt immer so ein unfassbar krasses Gefühl ist, dass es so viele Menschen sind, die das geil finden, was wir machen und uns mögen. Und also ich wollte das nur mal kurz dabei sagen, weil das so klingt, als wenn uns das alles so ein bisschen auf die Nerven gehen würde. Diesen Eindruck wollen wir jetzt nicht erwecken, um Gottes Willen. Wir wollen halt einfach nur sagen, dass vieles theoretisch besser sein könnte. Ich muss auch sagen, also die Zuschauer, also die 99,9% der Zuschauer, die nerven halt überhaupt nicht. Die Organisation ist das, was mich stört. Ich wüsste aber leider auch nicht das Problem, wie man es besser machen kann, weil ich finde es auf der einen Seite halt, ich meine, zwischendurch braucht man halt auch einfach mal eine Pause, ja? Ja, aber dann hast du schon wieder fast ein schlechtes Gewissen, weil dann halt wieder Leute stehen bleiben, denen du halt wieder kein Autogramm gegeben haben konntest. Und das, boah, keine Ahnung, irgendwie ist das scheiße, irgendwie ist das so ein Teufelskreis und ich habe keine Ahnung, wie man den durchbrechen kann. Also wobei, was ich auch teilweise gemacht habe, ist, als ich am Autogramm schreiben war, habe ich halt irgendwann so, keine Ahnung, nach 2-3 Stunden so gesagt, ey Leute, ich bin in 7 Minuten wieder hier, ja, in 7 Minuten, da bin ich kurz an die frische Luft gegangen und das war auch easy, ist jetzt mir keiner hinterhergerannt, normalerweise, also es gab dann schon den einen oder anderen, der gesagt hat, ey komm, das eine Foto noch oder ey, du kannst doch jetzt nicht aufhören, aber das, ach, keine Ahnung, das sind die 0,1%, die meisten sind dann halt wirklich da geblieben und nach 7 Minuten bin ich dann auch wirklich wiedergekommen und habe dann einfach weitergemacht und das ist dann auch easy, also es geht schon, wenn du halt kurz Pause machst. Und was halt wichtig ist, dass du das halt so ankündigst und dass du halt sagst, wo die Leute dich dann wieder treffen können und nicht einfach kommentarlos gehst. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Wieso lacht denn der komische Weil Zeit er einfach dann? Nur Ja sagen kann. Was soll ich da groß sagen? Ja. Ja, rede doch mal gerade ein bisschen. Ich muss mir was zu trinken holen. Du machst Monolog, Peter stinkt. Und ich freue mich richtig morgen auf den Urlaub. Ja, jetzt auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Beine sind mittlerweile mega taub. Ja. Boah, Alter. Also mein restlicher Abend sieht so aus. Ich werde jetzt gleich noch das Zombie-Video schneiden. Ich habe mich als Zombie verkleidet am Donnerstag. Und dann lege ich mich auf die Couch und werde mir noch LCS angucken. Und dann bin ich zufrieden. Dann bin ich durch. Bin ich einfach durch mit meinem Leben. Ja, das auf jeden Fall. Also, wobei, ne, ich nicht. Ich werde noch weggehen. Ja, du gehst noch weg. Das ja, stimmt. Du gehst noch weg. Heute muss... Bram muss noch irgendwo abreißen, ich gehe schlafen. Ja, ich brauche das ein bisschen extra auch als Ausgleich, weil, das ist einfach so viele Sinnes- und Reizeindrücke, dass, jetzt kommt es immer der Shit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wie riesengroß das einfach alles ist. Was mich mega geflasht hat, ist, dass ich halt aus diesem Eingang Ost reingegangen bin. Gehe dann halt, von aus kannst du halt quasi direkt in Halle 10 gehen, wo wir waren die meiste Zeit. Und haben dann halt Autogramme gegeben. Und als wir dann zum Unity Media gelaufen sind, und ich das erste Mal quasi so wirklich die Messe gesehen habe, dachte ich mir so, alter Fuck, wie viele Leute sind denn hier bitte, als wir auf diesem Boulevard standen. Es war so krass einfach nur, wie viele da waren. Okay. Das hat mich einfach mega geflasht. Willkommen zurück, Peter. Also die einzige Dankeschön. Halle, die ich gesehen habe, war, also der Blizzard-Stand, den habe ich gesehen, da bin ich einmal durchgelaufen. Dann, der war übrigens richtig nice, muss ich sagen. Der Blizzard stand mit der Hearthstone-Taverne, ja. Hearthstone ist ja immer so das Setting, okay, du sitzt bei einem gemütlichen Feuer an deinem Tisch, trinkst ein Bier und zockst Karten. Und die haben halt, wirklich wie so eine Taverne sah das aus, du hattest in deinen Tischen
iPads oder was auch immer da eingelassen, irgendwelche kleinen halt PCs, Touchscreens, bla bla, und konntest dann Hearthstone mit dem Gegenüber zocken. Mega nice. Und dann brannte in der Mitte so ein kleines Feuer und so, das war mega nice, sah das aus. Das glaube ich, hat... Sorry. Die Bühne war exorbitant groß. Holy shit. Und da hat ja Christian drauf gezockt mit milder Joghurt, das muss so geil gewesen sein. Die war das richtig groß. Hat eigentlich irgendeiner von euch diese Add-on-Ankündigung mitbekommen? Ich habe ja gar nichts mitbekommen. Ja, ich habe halt... Legion, WoW Legion, klar. Ja. Eine neue Klasse, Dämonenhunter, Dämonjäger, Dämonenhunter. Ja, du kannst bis Level 110 zocken und noch geiler werden und... Das übliche. Illidan halt. Wieder, glaube ich, in den Arsch treten oder sowas, der ist wieder zurück. Der ist hier aus dem Weltall zurückgekommen, was weiß ich. Aber ich werde es mir wahrscheinlich wieder richtig hart geben. Oh, ja, ich wahrscheinlich auch wieder bis 100, 110 und dann so, ja, ist klar, vielen Dank. Genauso wird es. Dann lasse ich mein Abo einfach genauso wie Jay so lange laufen, bis das nächste Add-on rauskommt. Also die einzigen Spiele, die ich anspielen konnte, konnte ich halt bei Gamescom TV anspielen. Das war für mich, also diese Gamescom TV-Geschichte war für mich tatsächlich auch eine ganz interessante Erfahrung, weil ich das erste Mal halt nicht nur so ein Format halt moderiert habe, sondern vor allen Dingen halt auch alleine auf der Bühne was machen musste. Das ist leider auch nicht alles so perfekt gelaufen, wie man eigentlich gerne gehabt hätte. Eigentlich ursprünglich war ja auch so angekündigt, Live-Let's Play auf der Bühne und so. Hat aber irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Also man hat dann Publisher da gehabt, aber meistens hatten die gar nichts Spielbares dabei, sondern man konnte dann halt nur mit denen reden, häufig dann auch oft nur auf Englisch und so weiter und so fort. Also das war schon echt für mich total anspruchsvoll, weil ich sowas ja auch nicht gelernt habe oder sowas. Also dann halt auf der Bühne zu stehen, worauf man achten muss. Beispielsweise der Phil von unserem Netzwerk, der hat dann zwischendurch auch den Aufnahmeleiter gespielt und er hat dann immer so Handzeichen gegeben, wie lange jetzt dieses eine Segment noch dauern darf. Und ich habe aber am Anfang immer so ihm angeguckt und halt so genickt, weißt du? Und dann meint er so, ey, hör mal auf zu nicken, das macht man nicht. Der Interviewpartner denkt sich dann so, warum nickt denn der Mongo da gerade? Dass ich dann halt lernen musste, halt sowas nur mit Augenkontakt zu bestätigen und so, wow, so ein Kram. Da ist man doch. Ja, mein Gott, Peter, bist einfach nur weiß. Ja, bist einfach ein kleines Zuckerstückchen, Mensch. Boah. Aber das war tatsächlich das für mich auf der Gamescom Aufregendste. Immer so die Minuten, bevor man für Gamescom TV auf die Bühne kommt, einerseits, weil man alleine ist, andererseits, weil man halt irgendwie, das war halt tatsächlich so, ich bin halt so 20 Minuten vor Auftritt, bin ich halt hinter die Bühne gekommen und hab so gefragt, ey, was haben wir heute? Und dann konnte ich mir direkt mal so 3-4 Namen merken und welche Einspieler wann wie kommen und welche Spiele was wie passieren und so weiter und so fort. Und ich war da immer ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Aber es an dieser Stelle auch für die Zuschauer, das liegt nicht irgendwie an mangelnder Vorbereitung. Das liegt daran, dass das tatsächlich alles so kurzfristig ist. Ach so, ja, gut, dass du es sagst. Ja, das stimmt. Also das war halt vorher alles, das ist halt... Also zumindest bei allen anderen, außer Peter. Peter ist eine volle Sau. Nee, also da sind teilweise wirklich Sachen zugesagt worden von Publishern, die sind dann kurzfristig abgesprungen und dann sind halt neue Sachen dazugekommen und welche Leute jetzt genau kommen und was genau geplant ist und so weiter und so fort. Das war alles mega, mega kurzfristig. Und das hat mir halt auch ein bisschen geholfen, da über einen Schatten zu springen und so. Und das war ganz interessant, weil sowas wie Autogramme geben und sowas, das haben wir ja schon die letzten Jahre viel gemacht. Also ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Letztes Jahr kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ob ich nach der Gamescom auch so ein ähnliches Gefühl hatte, wo ich denke so, da hätte man so viel besser machen können. Ich bin da hart drauf. Ich weiß das gar nicht mehr. Also letztes Jahr habe ich mich auch super oft noch außerhalb dieser Gitter bewegt. Ja, da Autogramme zu geben. Und dieses Jahr waren es einfach noch mal so viel mehr Leute, die kamen, dass ich, also ich hatte zweimal, hatte ich tatsächlich, habe ich wirklich dann einen Termin vorgeschoben, weil mir das einfach zu viel wurde. Also es war so krass, also ich konnte nicht mal mehr, ich konnte nicht stehen, ich stand quasi wirklich wie so auf einem Bein und konnte aber auch nicht umfallen, weil die mich alle festgehalten haben, weil die so enger mit dran standen. Und das war schon bedrückend, muss ich sagen. Ja, ich kann nachvollziehen, dass man halt das innere Gefühl hat, dass man sagen will, so ey, dieses Gitter zwischen einem, das ist ja auch mega unpersönlich und eigentlich gar nicht, steht ja gar nicht für das, was wir eigentlich so machen. Aber mittlerweile ist das echt nötig, weil es nicht anders geht. Ja. Jays Kommentar raus. Ja. Okay, dann hau ich jetzt mal eine Frage direkt an Jay raus. Jay, was war denn dein geilster Moment auf der GC? Geiles Zuckerstückchen. Ich glaube tatsächlich...
Na, die Zombie-Aktion, die war zu geil. Ah, Zombie-Cosplay. Ja. Was hast du denn da gemacht? Mit Activision zusammen habe ich ein Zombie gecosplayt. Oder eben mit Unterstützung von Activision. Für Black Ops 3, den Zombie-Modus. Also meine Grundidee war halt die, ich möchte einmal inkognito über die Messe laufen. Aber nicht lame mit Darth Vader-Maske, halt, sondern cool, geschminkt, ja, so dass man mich nicht erkennt. Und hab mir dann überlegt, okay, wo kann man das machen? Oder wie kann man das am besten machen? Und dann dachte ich mir, okay, Zombie geht immer. Guck, welche Spiele es gibt dieses Jahr. Und halt unter anderem Black Ops 3 Zombie-Modus. Oder Zombie. Und ja, da angefragt, gesagt, ja, Activision fand das cool. Und ich fand das cool. Und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen. Und ich war irgendwann Zombie. Und konnte dann mein Zombie-Cosplay. Ja, irgendwann ist gut. Das hat ja voll ewig gedauert, oder? Ja, 3 Stunden saß ich in der Maske drin. Aber war auf jeden Fall worth. Alter, das war definitiv worth. Alter, wie du geil du aussahst. Das war der Shit, ey. Richtig gut gemacht von der Maskenbildnerin. Einmal Grüße an Florence, falls du das jemals hören wirst. Du warst ja auch einmal kurz dann bei Gamescom TV. Ja, stimmt. Ich bin einmal dann auf die Bühne gegangen. Genau, und wir haben ja irgendwas gezockt oder so, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, Trackmania, ich gleichzeitig steuern. Ach, das war geil. Aber auf jeden Fall habe ich danach noch eine Twitter-Nachricht gelesen, wo einer geschrieben hat, ey Peter, ich habe mich schon gewundert, warum du so assi warst zu dem Zombie. Und dann ist mir erst später aufgefallen, dass das ja Jay war. Also das Make-up war schon richtig, richtig gut. Ja, es war halt so, ich bin nach 2 Stunden erst richtig erkannt worden von einem. Da habe ich es aber auch drauf angelegt, weil ich dann an der Let's Play Meets Gamescom-Bühne richtig war. Wo er halt ultra viele Fotos gegeben, teilweise fast mehr, als wenn ich nicht geschminkt wäre. Weil halt jeder da zu denen kommen wollte. Weil er halt ein Foto mit dem geilen Zombie haben will. Ja, oder? Richtig. Und es war so witzig. War so geil, weil ich laufe hinter irgendwelchen Pete's Meat-Fans hinterher, ja, die eine Pete's Meat-Kappe hatten oder ein Pete's Meat-T-Shirt. Ich laufe wirklich so die ganze Zeit hinter denen her. Und die rennen weg von mir und checken das halt nicht, dass ich das bin. Das war mega witzig. Das ist nicht nur einmal passiert, sondern circa 400 Mal. Sagen wir 30 Mal. Es war auch wirklich nicht so geil, also nicht so leicht zu erkennen. Also nee. Du warst, die Maske war halt schon richtig, war richtig nice. Gut. Habe ich aber immer noch was von. Meine Fingernägel sind immer nur lackiert. es geht nicht ab. Aber so langsam. Also es ist nicht mehr so ganz schlimm. Wo du gerade Pete's Meat Merch ansprichst, da können wir auch nochmal hier kurz, wir hatten ja unseren eigenen Merchandise-Stand und da ist auch irgendwas nicht so hundertprozentig geil kalkuliert gewesen. Denn ja, das Freitag, könnte unter anderem vielleicht auch meine Schuld gewesen sein. Ach, ernsthaft? Ja, die Sache ist halt die, in der Vorbesprechung natürlich mit unserem Partner, in dem Fall Holy Mesh, haben wir natürlich geguckt, wie viel Kontingent nehmen wir denn mit. Ja. Und ja, ich habe damit natürlich auch dann dementsprechend keine Erfahrung gehabt. Und hab dann halt gedacht, so 1000 sollte ja wohl reichen. 1000 easy. Von jedem Produkt oder was? Genau, 1000 von jedem Produkt sollte ja easy bis Sonntag reichen. So, dementsprechend haben wir dann da 1000 von. Eigentlich hab ich gedacht, von den 1000 von jedem Produkt nehmen wir auch noch richtig viel wieder mit, weißt du? Ja. Man muss halt dazu sagen, dass das halt auch ein bisschen gefährlich ist, dass man da halt auch nicht zu krass übers Ziel hinausschießen dürfte, weil wir müssen ja in Vorkasse gehen. Das heißt, die Produkte müssen erst bezahlt werden und wenn die dann nicht weggehen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Minusgeschäft gemacht quasi. Und weil Bram halt keine Erfahrung damit hat, ja, es hat dann nur nicht mal ansatzweise gereicht. Am zweiten Donnerstag um 14 Uhr waren wir ausverkauft. Nee, Freitag waren wir ausverkauft. Das erste Mal, ja, nee, dann wurde ja nachgeliefert. Ach so, okay. Ja, ich hab dann ultimativ lange mit den Kontaktleuten bei Holy Mesh haben wir uns dann unterhalten, wo wir jetzt noch irgendwo Stuff herkriegen. Und dann haben die irgendwann das komplette Lager für den Online-Shop noch leer geräumt. Weil eigentlich sollte der Online-Shop ja normal weiterlaufen und jetzt haben wir auf dem Online-Shop halt auf jeden Artikel 2 Wochen Lieferzeit. Weil wir einfach nichts mehr. Es existiert tatsächlich nichts mehr. Und dann haben wir, weil wir nichts mehr hatten, heute Morgen noch. Kannten die Gott sei Dank einen Drucker, also eine Druckerei, die natürlich sonntags eigentlich nicht offen hat. Und die waren aber Best Friends und haben dann da heute Morgen noch T-Shirts gedruckt, so viele wie ging die auch noch mitgenommen. Ja, also, richtig, ja. Das war jetzt also das war so eine leichte. Das war leicht. Also ich hätte nie gedacht, Alter, das war der Shit, das war generell so krass.
Also ich war da ja wirklich nur am Donnerstagmorgen mal, halt wegen der Autogramm, weil ich da Autogramme geben wollte. Und danach bin ich nie mehr da gewesen, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, wenn du da anfängst, Autogramme zu geben, machst du halt die komplette Halle 5 dicht. Aber ich habe zwischendurch Fotos davon gesehen. Und das ist ja auch nice, dass so viele Leute halt Klamotten halt haben wollen mit dem eigenen Namen drauf halt so. Das ist richtig, richtig geil. Aber wir müssen uns halt schon irgendwie entschuldigen bei den Leuten, die dann halt da hingegangen sind und dann enttäuscht wurden. Das liegt einfach daran, dass wir bisher noch gar keine Erfahrung damit hatten und das mega unterschätzt haben, wie viele von euch da tatsächlich was haben wollen. Theoretisch kann man es ja dann auf www.peatsme.de/shop in 2 Wochen nachkaufen. Genau. Das wäre auch eine Möglichkeit. Kurze Kreativpause nach der Zeit. Jetzt macht der Spacko erstmal wieder Eigenwerbung. Nee, ist ja okay. Ist ja cool. Diese Podcast-Episode hat sowieso sonst keine Werbung. Die ist jetzt heute ausnahmsweise, weil wir haben keine Pausen dazwischen oder so. Kann man ja zwischendurch einfach mal Eigenwerbung machen. Sicher. Was ich ganz cool fand, ist halt, dass teilweise, wir hatten ja nicht nur Autogrammstunden, wir hatten ja auch Bühnenauftritte und da finde ich es halt das flasht mich jedes Mal aufs Neue, wenn du halt auf die Bühne kommst und alle, die Masse halt, die davor steht, krass jubelt. Das haut mich jedes Mal aus dem Leben, weil das halt so überwältigend ist einfach nur, dass das brutalst ist. Auf jeden Fall, ich fand es halt so krass, wir haben halt 2 Battle Seasons gemacht dieses Jahr, weil die kamen halt ziemlich gut an bei euch letztes Jahr auf der Messe und haben dann halt unter einen bei der YouTube-Bühne gemacht am Samstagabend und ich habe gar nicht realisiert während des Auftritts, weil ich nie meinen Blick habe schweifen lassen so richtig, wie viele Leute da standen. Und heute am Gamescom Sonntag hatte ich um 13 Uhr die Ehre, die YouTube-Bühne eröffnen zu dürfen. Und dann habe ich das mal gemacht, Alter, und dann habe ich Flatterschiss gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das war so, das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil das war so irgendwie, man stand halt auf der Bühne und wollte halt sein Ding durchziehen. Man wollte eine coole Sache machen. Gut, ich bin halt als Erster gestorben, drauf geschissen, ja. Wer hat denn eigentlich da nochmal gewonnen? War aber trotzdem, wer hat dich denn gekillt eigentlich überhaupt? Ja, das spielt beides keine Rolle. Könnt ihr selber dann nachgucken. Und zwar muss auf dem Kanal, könnt ihr euch die Folge einfach nochmal angucken, ja, um hier nochmal Eigenwerbung zu machen. ist auch schon online. Und ja, auf jeden Fall, boah, ohne Spaß, da standen, ich kann wirklich nicht gut schätzen, aber 1000 Leute sind bestimmt noch unterschätzt. Mindestens. Ich kann sowas auch mega schlecht schätzen. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wenn du so halt auf eine Menschenmasse guckst, wie viele das wohl sind. Ich tippe auf 1457. Das wird wahrscheinlich die exakte Zahl gewesen sein. Jay ist sehr gut in sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja. Man kennt mich ja dafür. Für gute Quoten. Oh Gott. Einfach nochmal einen alten Witz von Modern Warfare 2 rausholen. Kein Problem. Ja, sicher. Zuckerstückchen. Ich hoffe, dass meine Stimme niemals weggeht. Ich werde dann zukünftig Let's Plays nur noch so machen. Ich finde das geil. Weil das klingt halt echt wie, wenn du so über St. Pauli läufst und dann die ganzen Leute, die vor den Bordells stehen und versuchen, die Leute anzuwerben, die da reinzugehen, so klingst du gerade. Geil, danke schön, Peter. Ja. Ich werde das nie vergessen, das wieder das normal zu machen. Wie wir das einmal mit Hardy gemacht haben und der Typ die ganze Zeit. Der ist der Typ von Tokyo Hotel. Ja, genau. Die ganze Zeit Hardy verarscht, das war echt witzig. Ja. Ja, also die Bühnenauftritte, die waren schon echt was Spezielles. Und da, also normalerweise eigentlich mag ich das gar nicht so auf der Bühne zu stehen, weil man halt auch irgendwie. Keine Ahnung, das ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn halt so viele Leute dann einen live direkt auf die Schweißflecken glotzen. Weil das war halt, ey, das muss man auch mal dabei sagen, wir haben zu Gamescom immer so ein krasses Wetter, das ist jedes Mal so. Am Donnerstag haben wir im Außenbereich eine Autogrammstunde gegeben und es waren halt easy peasy irgendwie 38 Grad oder so, es war der Shit. Ja, gut, dass ich da nicht war. Ah ja, stimmt. Ich hatte Zombie-Action. Zombie zu tun, ja, richtig. Aber wir hatten zumindest noch Sonnenschirme über dem Kopf, ja. Aber wie viele Leute sich dann in die pralle Sonne gestellt haben und angestellt haben und davon sind dann auch wieder so viel, weil das halt auch nicht so geil organisiert war, sind dann auch mega viele dann halt leer ausgegangen. Wir haben ja echt irgendwie 2 Stunden in der prallen Sonne gestanden. Wie abgefahren das ist, was das auch für eine Ehre ist, das ist schon richtig krass. Das ist auf jeden Fall eine super große Ehre, definitiv. Aber ich bin immer noch für eine Verbesserung der Abläufe irgendwie. Ja, aber wie kriegen wir das am besten hin? Also Erik hat es ja auch ganz interessant gemacht. Der hat halt einen Tag krass Autogramme gegeben. Der hat halt irgendwie, also Gronkh,
Er hat bei Square Enix hat er halt einen Tag Autogrammtag gemacht, wo die Leute dann halt, wo er dann irgendwie mittags angefangen hat und dann bis abends, irgendwie bis die Messe halt auch geschlossen hat. Und dann hat er noch so ein, zwei andere Autogrammstunden gehabt. Und den Sonntag beispielsweise, was ich auch ganz clever fand, hat er sich voll die krasse Maske aufgezogen und hat einen reinen Inkognito-Tag gemacht. Das hätte ich dieses Jahr, glaube ich, auch gerne mal gemacht. Einfach nur, um die Messe auch mal zu erleben. Weil jetzt habe ich die Messe gar nicht erlebt. Jetzt habe ich ja wirklich nur die zwei Hallen oder so gesehen und von einem zum nächsten gesprintet und so. Aber der hat sich den Sonntag quasi die Maske aufgezogen und sich alles mal so entspannt angeguckt. Das muss ich nächstes Jahr auch auf jeden Fall machen. Von Square kann ich ja nochmal berichten. Also klar, jetzt nicht von Eriks Autogramm-Session, aber halt von unserer. Die hatten wir heute, also am Sonntag, und war richtig geil. Also war richtig geil organisiert auch. Ach, ernsthaft? Ja, nice. Ja, ich fand, also, ja. Also es war echt alles ganz gut durchgeplant. Es gab einen Moderator, der hat uns halt ein bisschen so an der Leine genommen. Hardy und mich, also wir hatten irgendwie morgens waren Sepp und Chris an der Square-Bühne für Final Fantasy 15 und dann nachmittags Hardy und ich. Und ja, wir wurden dann halt dann auf die Bühne gerufen und so, haben dann erstmal T-Shirts geschmissen, dann gehen da Goodies, kannst du ja mal werfen, das ist ja wie Kamella auf Karneval. Ich habe heute zum ersten Mal tatsächlich auf einer Gamescom-Bühne Merchandise in die Menge geworfen. Merchandise in die Menge werfen geht so ab, das ist der Hammer. Wie laut dann die Leute werden, das ist so krass. Ja, alle geiern, weißt du, als wenn sie nichts zum Anziehen hätten. Auch wenn du den letzten Ranz wirfst, ja, irgendwelche komischen Schlüsselanhänger oder was ein Scheiß, egal, es wird geschrien ohne Ende, das ist so witzig. Und ja, wir haben dann halt dann dort die Demo ein bisschen vorgestellt und sind dann auch noch zu einer Autogrammstunde gegangen. Die war auch echt ganz gut organisiert. Es war halt irgendwann, war halt Ende. Die haben halt leider kein auch Ende der Schlange gemacht, wieder mal. Aber wir haben irgendwann, haben Hardy und ich dann den Power-Modus eingeschaltet und haben gesagt, so komm, jetzt hier haben wir noch drei Security-Männer da geholt. Mit Supervisor von den Security-Leuten, die haben die richtig, richtig so durchgeballert, so bam, 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 bam. So komm, 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 alle, die haben abwechselnd, haben die Security-Männer zu zweit dann Fotos gemacht, haben immer die Handyshop vorher von der Schlange genommen. Die Security-Leute haben die Fotos gemacht? Ja, die haben die Fotos gemacht. Und Hardy und ich standen immer dazwischen und dann ging es die ganze Zeit so bam, 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 damit halt jeder wenigstens noch ein Autogramm gekriegt hat. Da tut uns natürlich leid, dass wir da ungefähr gefühlte 10 Sekunden Zeit hatten pro Person, aber Hauptsache, jeder war... Zumindest der letztendlich dann dran war, ein bisschen glücklich. Also es tut uns natürlich leid, dass wir da manche nichts bekommen haben, aber es ist halt irgendwie scheiße. Aber man muss halt dann am Anfang da sein. Das ist nicht machbar. Also, keine Ahnung. Ich glaube halt, dass halt sehr viele, die gegen Ende da sind, auch nicht von Anfang an da waren, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Warteschlange da so lange ist, dass du, wenn du direkt am Anfang anstehst, dann nicht mehr drankommst. Also du wirst dann halt mittendrin denken, siehst dann halt so, oh, guck mal, da sind ja Hardy und Jay. Oh, da stelle ich mich mal jetzt an und dann warte ich eine Stunde und dann, ja, gut, kommst halt leider zu spät. Oder wie auch immer. Ich glaube, dass halt viele da auch so was sind. Also muss man halt irgendwie öfters unsere Videos gucken, wo wir halt dann genau angekündigt haben, wo wir wann wo sind. Ja, aber es geht halt auch nicht immer. Na, das ist halt auch nicht unwichtig. Damit dann weil halt, das halt auch aufgefallen ist, dass halt viele nicht unbedingt unsere Ankündigungen und so gelesen haben. Ja, das ist krass gewesen. Also ich habe ja so viel geschrieben eigentlich. Das war der Hammer. Ja, genau. Wir haben so häufig auf Twitter geschrieben, ey, dann und dann sind unsere Termine und so weiter und so fort. Oder haben halt sogar ein Video auf YouTube dazu gemacht, wie wann was ist. Und da habe ich ja beispielsweise auch gesagt, ey, am Freitag muss ich nach unserem Auftritt leider direkt zum Twitch-Workshop. Das heißt, holt euch am besten vorher noch Autogramme. Und als ich dann das dann nochmal abends gesagt habe auf der Bühne und dann halt weg musste, wie viele da vollkommen überrumpelt waren und diese Information vorher gar nicht hatten, das hat mich schon überrascht, ehrlich gesagt. So, weil ich denke, wenn jemand von uns halt Autogramme und Fotos haben will, dann müsst ihr doch wenigstens unsere Twitter-Sachen verfolgen oder zumindest mal das Video von der GC gucken, oder? Nächstes Jahr beim Podcast machen wir dann extra eine Stunde, reden wir dann eine Stunde darüber, wann wir wo sind. Ja, das haben wir sogar gemacht. Stimmt, das haben wir ja. Stimmt, das haben wir sogar gemacht. Da haben wir auch ein Video dazu gemacht, einen Podcast gemacht und Social Media und eine Internetseite auf unserer Internetseite peatsmeet.de/gamescom haben wir eine Tabelle gemacht, um auch noch zu zeigen, wo wir überall sind. Wir haben ja auch noch einen Podcast darüber geredet. Holy da kann also wir haben den maximal Transparenz gerade auf jeden Fall gemacht, aber das ist ja. Ja, aber trotzdem bekommst du mega viele nicht mit und das finde ich schon wieder ein bisschen überraschend irgendwie so.
Aber gut. Aber mein Highlight der Gamescom war eigentlich, wo die Masse meine Mutti gegrüßt hat. Das war mega nice. Da habe ich bei einem unserer, also meine Mutter hat mir halt vorher geschrieben vor der Gamescom so, hey, ich wünsche dir eine gute Woche, wird mega stressig, weiß ich. Aber wenn du hier und da mal ein Foto rüber schicken könntest, wäre geil. Und wenn man meine Social-Media-Seiten verfolgt hat, dann hat man gemerkt, okay, ich habe gar keine Fotos gemacht und nichts getwittert und so, weil man da überhaupt gar keine Zeit dafür hat. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, für deine Mutter musst du eigentlich schon irgendwas machen. Und dann habe ich auf der Bühne halt gesagt, ey Leute, es wäre mega geil, wenn wir kurz im Video meine Mutter grüßen könnten. Da habe ich mich halt auf die Bühne gestellt und halt so Selfie-mäßig das Handy vor mich gehalten und die Masse im Hintergrund und so. Und habe so gesagt, so, 3, 2, 1 und dann sagen wir alle, hallo Peters Mutti. So. Und dann habe ich gesagt, 3, 2, 1 und dann die ganze Halle quasi geschrien, hallo Peters Mutti, das habe ich auch auf das Video hochgeladen, das habe ich auch meiner Mutti geschickt. Und was hat die nochmal zurückgeschrieben? Das war mega süß, was die zurückgeschrieben hat. Oh, das muss ich jetzt mal ganz kurz raussuchen, weil die sich ja schon gefreut hat. Ich habe dich lieb und bin dein größter Fan. Jeden Tag 17.30 Uhr bin ich bei dir. Oh, das war 17.30 Uhr waren halt immer Gamescom TV. Also sie hat sich schon sehr gefreut und das war auch mein absolutes Highlight der Messe. Oh, Mamas liebster Sohn. Ja, der einzige auch. Deswegen ja auch. Fuck you. Oh Mann, ey. Ja, wie sieht's aus? Möchtet ihr noch was sagen zu Gamescom? Ja, nee, bis zum nächsten Jahr. Also war halt cool, viele Leute kennengelernt, auch viele Business-Leute kennengelernt, die halt für unser Fortleben halt auch nicht vielleicht unwichtig sind und Kontakte knüpfen sind wichtig und auch Zuschauer sind wichtig und alles ist wichtig. Ja, eigentlich hat die Messe viel zu wenig Stunden. um alles zu schaffen. Die Messe dauert 5 Tage und ich bin mega im Arsch, ja, und schwanke zwischen, boah, war das geil und Gott sei Dank ist es vorbei. Also jetzt am Ende des Freitags habe ich mir schon gedacht, boah, Gott sei Dank ist es vorbei, ganz ehrlich, also weil es schon richtig, richtig hart war. Man könnte eigentlich die Messe irgendwie 3-mal so lang machen, aber dann noch jeden Tag nur ein Drittel der Leute reinlassen oder so. Dann würde ich auch länger durchhalten. Wobei, aber selbst wenn die Drittel der Leute, ich meine, überleg mal, wie viele Leute nicht herumstehen, ja? Selbst wenn das nur ein Drittel der Leute wären, würden ja immer noch unfassbar viele stehen. Ja, du hast absolut recht. Ja, wie gesagt, sind Sachen, aber wir geben da auf jeden Fall auch Feedback an die Messe selbst. Direkt, was man vielleicht da nochmal, wir kennen auch Leute und die haben halt auch schon gefragt, was man da vielleicht nochmal improven kann. Vielleicht gibt es da irgendwelche coolen Konzeptlösungen oder so, die mir jetzt natürlich nicht einfallen. Aber abgesehen davon ist halt der absolute Flash. Weißt du, du gehst halt einfach, du gehst halt hin und du funktionierst da einfach wie so, bist ja auch wie eine Maschine, muss ich ganz ehrlich sagen. Du, während du da bist und was tust, empfindest du halt keine Müdigkeit, keinen Durst. Normalerweise muss ich nicht pinkeln und so. Ja, und dann kommt so, keine Ahnung, du gehst halt von der Bühne runter und in dem Moment so, scheiße, ich muss auf Toilette, ich hab Durst, ich hab Hunger, ich bin müde. Ja, da kommt alles auf einmal so, genau. Mir tun die Beine weh, ich hab Kopfschmerzen. Dann so, ja, du musst auch noch mal kurz hoch. Ja, alles klar, dann kommst du halt wieder auf die Bühne hoch und in dem Moment ist das wieder verschwunden. Das ist, ja, richtig. Ich frag mich ja, ob das so, mal rein objektiv, ob das irgendwie gesund ist. nee, das ist überhaupt nicht gesund. Unsere Körper sind sehr dankbar, glaube ich, wenn wir jetzt die kommende Woche, mal eine Pause machen und auch nichts aufnehmen. Also ich weiß nicht, ob ihr das erwartet oder so, aber wir haben bei unserem Urlaub nicht vor, groß irgendwie Videos zu machen oder irgendwie jetzt krass irgendwie Social Media die ganze Zeit Selfies machen oder sowas. Genau dafür machen wir Urlaub, dass wir von all dem mal kurz eine Pause machen, eine Woche Pause machen und danach geht's dann weiter. Es erwartet euch beispielsweise Minecraft Battle Season, eine neue haben wir aufgenommen, nicht auf der Gamescom, sondern ich meine so, die muss ich nur noch schneiden, oder die muss jeder halt noch schneiden und dann machen wir die. Wir haben eine neue DSA halbe Staffel quasi aufgenommen, davon wird's was geben. Wir haben Mario Party aufgenommen, die Jungs waren bei mir, davon wird's was geben. Das kommt dann alles nach unserem Urlaub, also wir haben auf jeden Fall vor, krass weiterzumachen, aber jetzt die Woche einfach nur chillen mit euch, da freue ich mich schon richtig mega drauf. Ja, aber du glaubst ja nicht, dass du die ganze Woche chillen wirst, Peter. Ja, du hast Hardy und Jay dabei. Ach ja, komm. Ja, jetzt sagt er noch, ach ja, komm, weißt du. Und ich sage, die Jungs brauchen auch mal eine Pause, ey. Morgen 16 Uhr geht schon los, hat Peter schon mit Papa auf. Ja, das Geile ist, gerade mit Hardy und Jay fahre ich ja tatsächlich hin.
fahre ich ja nach Holland. Ja, du fährst ja aber nicht mit Hardy und James selben Auto. Also ah ja, stimmt, daher. Hardy fährt ja mit seinem eigenen Auto, habe ich schon wieder vergessen. Stimmt. Und ursprünglich war geplant, dass wir zu dritt. Ich habe übrigens einen großen Koffer, Jay, aber das ist ja jetzt, glaube ich, kein Problem dadurch, dass wir zu zweit sind. Zwei Leute, ich habe zwei große Koffer. Ja, du hast zwei sogar, ja klar, du musst es ja auch für zwei Wochen packen, das ist ja logisch. Ja, aber also kriegen wir, denke ich mal, in deinen Kombi schon rein, wa? Das kriegen wir gerade hin und dann kaufen wir noch ein Kistchen Bier und dann setzen wir uns hin und warten auf die anderen Mongos. Ja, Mann, das wird einfach nur, ich will einfach nur die Füße dann waren wir auf die anderen mit euch Bullshit labern. Welche Beleidigung nehme ich jetzt, Mongos? So schaut's aus. Alles klar, dann würde ich mal sagen, beenden wir hier mal an dieser Stelle diese Special-Folge zum Thema Gamescom 2015. Nächste Woche dann wieder ganz normal? Wahrscheinlich mal gucken. Also nächste Woche würden wir halt direkt, also wir kommen sonntagsabends nach Hause von unserem Urlaub und normalerweise wäre der Aufnahmetermin dann halt Sonntagabend. Ich behalte uns jetzt mal an dieser Stelle das Recht vor, am Sonntag keinen zu machen, sondern dann den Urlaub noch bis zum Montagmorgen zu lassen. Aber wenn wir Bock drauf haben, wird einer kommen. Also, das finde ich gut. Ich bin dabei. So würde ich das jetzt ehrlich gesagt kommunizieren, damit wir dann halt nicht nach dem Urlaub, ich weiß ja noch nicht, wie er wird, nicht diese Mega-Drucksituation haben, dass wir sagen, wir müssen jetzt einen machen, obwohl wir gerne den Abend jetzt chillen würden noch. Aber vielleicht machen wir ja einen holen. Und erzählen dann. Ja, muss ich dann vom Urlaub auch holen. Ja, ich muss mich ja von Jay und Hardy auch holen, das ist nicht unmöglich. Oder Hardy und Jay sich von Peter. Ja, vielleicht. Aber das Schöne vielleicht. Ist, Chris und ich haben schon schweizerische Neutralität angekündigt. Ich hätte das ja auch am liebsten. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Opferrolle habe, ehrlich gesagt. Hardy und ich sind schlimmer, scheiß auf Neutralität. Man kann uns kaufen. Also ja, Jay sowieso. Bram ist schon Friedenshelfer. Der hat sich angeboten und tut Hardy und mir was Gutes. Der grillt für uns die ganze Zeit. Das heißt, ja, Bram ist clever, ist ehrlich gesagt. Ja, richtig, der ist clever. Er ist halt leider nicht so klug wie er. Ja, aber ich verhandle nicht mit Terroristen. Ich kaufe dann direkt Antiterrorwaffen. So sehe ich das nicht. Ich bin einfach ein Businessman, weißt du? Ja, aber du lässt dich jetzt zum Hans machen, weil du Angst davor hast, dass sie dich trollen. Nee, das stimmt nicht, ja? Wir sind best friends. Genau, wir sind best friends. Das ist naja, aber du grillst für die halt die ganze Zeit. Ja, aber ganz ehrlich, das hätte ich ja wahrscheinlich sowieso getan. Ernsthaft? Grill doch sowieso immer. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe noch gar nicht so häufig mit dir Urlaub gemacht, ganz ehrlich. Stimmt, aber wenn wir normalerweise irgendwie weg sind, bin ich meistens der im Grill steht. Ja. Der Bram hat da Spaß dran. Ja. Dann grill ich mal. Normalerweise läuft das so, ich grill dann für alle. Und wenn dann alle was zu fressen haben, dann habe ich mir dann immer drauf gelegt, dann mache ich mir den Monsterteller. Ja, genau, so wie morgens bei so einem Frühstücksbuffet. So. Ja, da weil ich habe ja dann die Wahl, weißt du, ich kann mir dann, geil. Weißt du, wenn du selber grillst, dann hast du auch keinen Stress, dass du irgendwie warten musst, so, sondern du machst dein eigenes Fleisch fertig so nebenbei und dann hast du einfach, weißt du, sonst hat beim Grillen, kennst du das ja immer, ich nehme ein Brot und esse mich schon ein bisschen am Salat satt, weil das Fleisch dauert immer ein bisschen, dann kriegst du halt das erste Stück Pute oder so, die erste Wurst, ja, dann musst du wieder warten. Und also wenn ich hier zu Hause, wenn ich Leute einlade, grill ich logischerweise auch immer und ich finde das auch ganz cool, genau, eigentlich. Aber wenn er halt der Grillmeister ist, Grillmeister halt, kannst du jetzt nicht mehr werden. Genau, dann grillst du für dich selber einfach den Teller voll, weißt du? Da kannst du halt direkt reinhauen. Ah, ich verstehe schon. Aber du musst halt als letzter essen. Ja, das stört nicht. Peter, wir bräuchten noch einen, die uns den Arsch abwischen. Ja, ja. Also, dann könntest du ganz schön safe sein. Als wenn du mir ernsthaft erlauben würdest, dir den Arsch ab. Wobei würdest du wirklich. Du bist halt echt ein Spacken einfach nur. Also kannst du ihn auch reinigen mit einer Super Soaker. Geil. Jay hat einfach den Vorteil, dass der sich echt für nichts zu schade ist. Und ich noch so einen Anstand habe. Das ja, halt, aber das, halt immer, das ist halt immer das Problem, weißt du? Ja, genau. Das ist halt zu deinem Nachteil in diesem Moment. Ja, ist absolut korrekt. Aber egal. Ich bin halt also einfach ein netter Kerl. Ich propagiere halt, ich versuche die Jungs damit auch zu erreichen, dass es uns doch allen besser gehen würde, wenn wir einfach... Ja, aber das ist halt wie der Joker in Batman, weißt du? Der will die Welt einfach nur brennen sehen, weißt du? Weißt nein, glaube ich gar nicht. Mit Joker kann man nicht verhandeln. Ja, genau, mit mir kann man verhandeln. War doch das, ich will die Hälfte von allem Geld haben und dann verbrennt er alles. Und warum? Weil Schießpulver und Benzin ist halt billig. Da brauche ich kein Geld für. Guck, aber Jay niemals machen. Was? Ja, wenn er dich trollen könnte, wird er auch einen Haufen Geld verbrennen. Und nur um dich leiden zu sehen. Ja, das könnte natürlich auch sein, ja. Wer weiß das schon. Daneben auf jeden Fall, so schaut's aus. Egal, ihr Bitches.
Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Oh, ihr Zuckerstückchen.